So, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal zu einer weiteren Folge A Plague's Tale. Und wir befinden uns sozusagen in der, was ist denn das, eine Kathedrale hier? Naja, wir befinden uns auf jeden Fall auf dem Weg, um den Vendant zu finden, der uns helfen kann, beziehungsweise Hugo helfen kann. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken, darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Tja, das weiß ich auch noch nicht. Ein Schloss. Ordne diesen Boden. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Z. Jupiter, passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Okay. Ein Schild mit durchkreuzten Speer. Schild. Okay. Mars sollte ein Kreis mit einem durchgezogenen Strich sein. Ja. Das ist also, es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Eine Halskette? Okay. Gucken wir mal. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Was wird das hier sein? Ach so. Ja, warte. Hat noch ein anderes Symbol, ne? Was da? Das müsste Venus Als sein. Letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Merkurs Symbol sind zwei verflochtene Schlangen. Ja. Und fertig, das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Hm. Witzig. So, Geheimgang geöffnet. Gehen wir weiter. Hoffentlich finden wir den Vendant auch, dass er uns helfen kann. Weil langsam wird es wirklich absurd, wie lange wir nach dem gesucht haben. Magister Vendant, ich bin Amicia de Rune. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Okay. Magister Vendant. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vendant. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Okay. Das sieht auch schon ein bisschen fies aus, oder? Nett ist was anderes. Nett ist was anderes. Eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter!
Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Oh Gott. Patziges Kind. Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Jetzt geht's hier weiter. Eine Böe des Blutes. Folge Lukas zum Metzgerviertel. Das kriegen wir auch hin. Na, dann folgen wir ihm mal. Dieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. So, dann hin. Okay. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudor ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für so schlecht Tests. Geht's ihm doch gar nicht. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? Weiß nicht, da hat's gestunken. Hoffentlich. Sorry, da ist er einmal kurz ausgegangen. Wieder angemacht. Da geht's. So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Alles klar. Bist du bereit? Klar. Ja, gehen wir. Mal sehen, was jetzt passiert. Sondern nur Kräuter sammeln, kann nicht so schwer sein. Ugh. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Dann lass mal los. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke. Köstliches Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet. Köstlich ist klar. Guck, das Blut, was hier runterläuft. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Das ist schon echt eklig, was da so rumliegt. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, was Mama. Ist los? Lasst uns durch! Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen. Kommen wir nicht da durch. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus! Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sag schon, was los ist! Meine Kinder sind da drin! Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Bitte hin! Er hat die Seitengasse gesehen. Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaube. Ah. Ja. Hier lang, Amicia. Na los. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Tja, was tut man hier alles für seinen Bruder? Nicht
nicht nachdenken und nicht atmen. Nein, nein, nein! Das ist schon ein bisschen eklig. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ein Würstchen, lecker. Oder sind es Gedärme? Ich glaube, es sind eher Gedärme. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Ah. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meine. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Ja. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Scheiß doch auf deine Stiefel, du Affe. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Was ist denn in der Truhe? Das mitnehmen. Kann man was bauen? Oh, der Karren steht im Weg. Tja, wir schieben ihn runter. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Natürlich, was denn auch sonst? Nein, nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell! Ich wusste es, sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie gehen. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja, ja. Wo Stöcker gibt's? Wahrscheinlich. Siehst du das? Wir sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Wir laufen in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug, wir kommen nicht rüber. Da liegt, da hängt auch Fleisch, warte mal. Das kann man nicht abmachen, leider. Was kann man da jetzt machen? Ich kann sich was auf den Boden werfen, ne? Die Sachen haben wir ja gerade eingesammelt. Da hinten hängt auch Fleisch. So, mal nachsehen. Reicht bloß nicht. Das reicht nicht. Na gut, dann müssen wir so ein Ding bauen. Moin. Okay, gesundheit. Okay, sie wollen das Fleisch. Hätte ich das Licht hier ausmachen sollen? Nee, nee, oder? Ich hätte das Fleisch ja schon runtergeschossen. Das fand ich ein bisschen dumm. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Okay. Nein. Achso, ich muss schon gehen. Gut. Jetzt aber. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut zu wissen. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Jetzt das Feuer. Wir brauchen etwas Salpeter. Schön. Wo kriegen wir es her? Kriegen wir Salpeter her? Da. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja. Jede Menge. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Boah, das war ja dumm von mir. Ich hätte von der anderen Seite rangehen sollen.
Na egal, los. Genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Schnell hoch. Ja, los. Los, kleine Maus. Höher da. Unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Ein Messer. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Nur wieder killen. Genommen. Guck. Runter. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein. Ein Soldat. Hey! Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein! Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Geht so, hat voll getroffen, da sie. Ein Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Nur. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Scheiße. Das hat sich wohl erledigt. Die Schassnager töten schneller als wir. Er exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Okay. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Ich kann mit Salpeter das Feuer löschen. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, okay. Alles klar. Fertig. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja. Wenn man denen vorbeirennen? War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Ich weiß nicht, wie viel sie da noch fressen. Ich mal da trotzdem an der Seite vorbeirennen. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Ah, schmeckt euch, ne? Lasst es euch schmecken, Leute. Lasst es euch schmecken. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus dem Pass. Da ist keiner. Du hast nichts gesehen. Da hinten, die Ringe? Okay. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Bordell. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Ein Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfackeln. Schloss aus. Ah, da. Bleibt mir vom Leib, klar? Dann können wir schon noch. Achso, mit dem Stock muss ich irgendwas machen, aber... Ben, ich kann hier nicht rübergehen. Warum nicht? Ah, nein! Die Fackel ist ausgegangen. Die Fackel ist ausgegangen! Mhm. So ein Kack. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur
bloß rundum sein. Shit, shit, shit. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Motor. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfackeln. Schluss aus, fertig. Was machen wir denn jetzt hier, ist die Frage. Sucht euch was anderes zum Fressen. Was nagen die denn da? Das würde ich mal gerne interessieren. Mach das mal. Mach mal kurz hin. Ja, die gehen doch so langsam, die beiden, ne? Die Fackeln haben, das ist schon nervig. Ich schütte irgendwas. Wir brauchen die Frage, wie man ihn da oben los wird. Wir haben ja unten die Salpeter, wo wir die Ratten hinbekommen können. Das ist so. Na, okay. Kommt er hier runter? Was bewegt sich da? Sollte ich mir genauer ansehen. Warte mal kurz. Verstecken wir uns. So, runterkommen. Dafür. Haben wir was mitnehmen hiervon? Nee, ich kann nicht, okay. Muss die Ratten auch egal sein, wie die hier rumgehen. Es gibt wahrscheinlich andere Wege, die man begehen könnte, oder verschiedene Wege. Ja, das stand halt doch auch endlich. Denkt dran, Männer! Bleibt im Licht! Um jeden Preis! Oh nein! Sie verlassen die Stadt und der Kräuterkunde. Sagt nicht, dass Sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt! Hey, ganz ruhig. Wir sind bestimmt schneller als die. Das hört nie auf. Okay. Da hinten können wir nicht, obwohl können wir auch hängen, obwohl gehen wir hier längs. Oh, hier gibt es wieder was zu sammeln. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Ich hoffe auch. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Okay, machen wir erstmal ein Werkzeugsbank. Soldaten? Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Ein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf-Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was übersehen. Na dann, viel Glück. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Und da sind die gekommen, oder? Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Wir müssen längs rein, mal da runterspringen, der kann nicht, ne? Jetzt, los! Ich komme! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir! Ah, wo ist das Tor? Da. Perfekt. Puh. Ja. Geschafft. Gut gemacht. Okay. Schau, keine Ratten. Also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also,
Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Definitiv. Wurde vor kurzem noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Da kann ich nichts mit anfangen. Okay. Wollen wir hier rangehen? Du musst ja machen können. Ich habe sogar ein Werkzeug. Ah, wir machen weniger Lärm. Durch das Anhängen neuer Taschen kann ich ja zusätzlich Alchemisten-Munition tragen. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel möglich an mir, einen zusätzlichen Topf zu tragen. Ein Verwertungswerk eignet sich bei dem Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrit und Bolzen. Ich glaube, wir machen als erstes mal das hier. Es fehlt auf jeden Fall ordentlich Material wieder. Aber es ist ja gar nicht so verkehrt. Schon besser. Schleudern ein bisschen besser. Praktisch. Mal hören. Okay. Ein bisschen praktisch ist es schon. Bist du soweit? Ja. Geht's runter. Gehen wir. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Ein bisschen gemein, die Soldaten hier, was? Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch, Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Mal da reingehen? Ja. Hey! Nein! Pass auf! Haben wir euch? Ja! Das kam überraschend. Eigentlich wollte ich nicht mein Feuer dafür verwenden. Oh, der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören. Stopp. Zur Mitte kommen, oder? Verdammte Nachtschatten. Ich weiß, es ist die Hölle, aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen in Liegen bleiben. Oh nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich dachte, das Feuer hält noch bis zu dieser Fackel da oben. Aber nö. Affig, ey. So. Na komm. Muss man selber Feuer machen, ne? Der verdammte Nachtschatten. Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammler, nehmt nur mit. Ich wusste doch, dass mit dem Ratten was nicht stimmt. Als wären wir im Krieg. Den sie schon verloren haben. Der Graf hätte dem Wolf keine Macht geben dürfen. Wir wissen nicht mal, ob die Leute, die wir töten, noch krank sind. Soll das nur enden? Der Wolf ergreift Maßnahmen, die wir brauchen, sonst bricht Panik aus. Ich weiß. Können wir eins von denen löschen vielleicht? Das sind bestimmt die. Nein!
Nein, ich hab doch... Er ist abgehauen und ins Feuer gelaufen. Dummer Typ. So. Okay, das war gut für uns. Klappt zwar nicht so, wie ich das wollte, aber immerhin klappt es. Okay, die kommen gleich hierher, das ist bestimmt. Die würden da hinten reinlaufen. Was tun wir denn? Kommen wir denn jetzt darüber am besten? Stecker haben sie nicht noch zufällig hier drin liegen? Nee, okay. Ich hatte jemanden, der hängt. Nee, ist ein Schwein. Okay. Was nicht stimmt. Das sollte nicht werfen, ne? Nein. Die Ratten beide überall. Vielleicht hilft das. Gar nichts. Also. Blutvergieß. Alles, was sie kennt. Es sind Soldaten. Fleischklumpen mit Schwertern. Hier links kommt? Ich bin echt alle niedergemetzelt hier. Seht das an. Was für Schweine. Was für Schweine. Warte, ich kriege ihn auch noch weg. Aber ich kann nicht so umbringen, ne? Denkt ihr immer noch, ihr kriegt mich? Zwar so. Fahrt zur Hölle. Amicia, bitte. Und verschenkt, wo ist meine Frau? Der Kräuter kommt lang. Mit meinen Pflanzen. Die brauche ich für Ärzte und Patienten. Und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Ganz gebüsch. Oh Gott. Vielleicht... diese Leute. Dann schau nicht hin. Ganz einfach. Das ist nicht machen wir jetzt als die Frage. Das war dir. Was machen wir denn jetzt da? Ich will meine Frau sehen. Hör mal, es war ein verdammt langer Tag. Und mein Schwert ist noch warm. Also, wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler. Bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Yes. Rauch. Mann. Das war ein bisschen dumm. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Versuch dich zu beruhigen. So kannst du nicht weitermachen. Wie denn? Dank diesen Mistkerlen geht's Hugo nur noch schlechter. Okay, den Vorderkündler haben wir nicht gerade, logischerweise. Aber wir können auch den Typen da hinten ausschalten, oder? Hä?
Er ist zu nah am Licht. Shit. Wir hin müssen wir da oben reinlaufen. Ja, hol uns die Ratten dann den Platten. Ah, oh, ist verriegelt. Ganz ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Na toll. Da ist ein kleiner Schlitz. Hier durch. Ja. Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen, Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern, lila Stern. Genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.